Ein kleines Stückchen schlauer und bestens informiert sind wir wieder zurück zu unserem 23. Part Let's Play Call of Duty. Und auch von mir ein schön Hallo. Ein schönes Hallo. Ja, sehr ein gut. Hallo schön. Wir haben uns natürlich mal informiert. Und zwar befinden wir uns hier am Oberdeck. Ja, wir sind zwar blöd, aber wir wissen, wo es steht. Ganz genau. Man muss nämlich gar nichts wissen, solange man weiß, wie man googelt. Yes. So, wir sollen jetzt hier den Zielcomputer benutzen. Alles klar. Das Frachtschiff anvisieren. Nice. Das sieht nach Spaß aus. Boah, da geht mir gleich einer ab. Oh Gott. Oh, das war sehr schwerfällig hier. Alter, Alter. Ich knall die einfach weg hier. Das Schiff ist schon durch. Frachtschiff ist zerstört. Weiter mit dem zweiten Schiff. Okay, das zweite Schiff. Erstmal hier die Fliege wegmache. Wow, beide gleichzeitig, hast du das gesehen? Abgefuckt. Heftig. Okay. Es geht unter. Aber den will ich noch wegballern hier. Gut gemacht, Sentinel. Kein Ding. Gut gemacht. Verdammte Scheiße. Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Was passiert jetzt? Jetzt? 1 hat Tausende von Unschuldigen auf US-Boden getötet. Jetzt holen wir ihn uns und machen ihn fertig. Huha! Huha! Okay, aber wir haben 2 Punkte. Nice! Jetzt kann man es richtig austoben hier. Richtig schön zu den Verbesserungen. So, was machen wir denn? Ja, damit du nicht so stirbst. Warte mal, warte mal. Verlängert die Gefahrenwarnung. Weißt du, was das ist? Boah, langes Wort, schwierig im Gehirn. Soll ich dir erklären, was das ist? Ja, bitte. Guck mal, das ist, wenn eine Granate neben dir landet, diese Wellen, die diese Warnung, diese Option dann ausstrahlt, das sind eben diese bunten blauen Wellen. Hör mal. So. Für Vollidioten. Du bist ja ein richtiger Einstein. Ich habe blauen Schlau geguckt. Clever. Okay, das ist was für dich. Okay, warte. Steigert die Gesundheit um 25%. Jetzt aber, lass mich. Also die Gesundheit, die man jetzt hat, wird um 25% gesteigert. Sicher? Ja, natürlich. Ja, okay. Okay. Hör mal, zugeschlagen. Wo soll ich unterschreiben? Also nehmen wir Panzerung, oder was? Ja. Aber wir sterben schon ziemlich häufig, ne? Du stirbst ziemlich häufig. Ja, du auch. Na, okay. Vorrat erhalten. Oh, wow, was ist das denn? Was heißt das? Weiß ich nicht. Geh mal mach mal B. 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 Naja, auf zur nächsten Mission. Go for it. Okay. Die Welt stellt sich eine Frage. Warum der Angriff auf die Vereinigten Staaten? Seit über 100 Jahren halten die Vereinigten Staaten die Welt in einem andauernden Kriegszustand. Immer wieder haben wir die katastrophalen Resultate dieser kriegerischen, militärischen Politik gesehen. Diese Kriege führten nicht zu Konfliktlösungen oder Frieden. Sie führten lediglich zu weiteren Kriegen. Die Vereinigten Staaten gaben bisher den Ton an, weil sie am längsten Hebel saßen. Aber jetzt nicht mehr. Dies ist nicht der Beginn eines Krieges, sondern das Ende aller Kriege. Nach San Francisco stellte sich die freie Welt gegen Atlas. Irons verschanzte sich in seinem Hauptquartier in Neubagdad. Die Kommunikation brach ab. Beide Seiten wussten, was kommen würde. Wir hatten den Auftrag, mit der 37. Luftdivision beim ersten Angriff reinzufliegen. Dann sollten wir uns absetzen, das Atlas-Kommandozentrum infiltrieren und Irons ausschalten. Cormac war endlich am Ziel. Auf diesen Tag hatte er 5 Jahre gewartet. Letzte Planänderung. Sie flankieren von Osten und Norden und geben Team Blau Deckung beim Angriff aufs Ziel. Ja, Sir. Da habe ich es ja gut getroffen. Ihnen wird's nicht besser gehen als den anderen. Ich will nur nicht alle gleichzeitig riskieren. Wir haben nur eine Chance, ihn zu erwischen. Das ist genug.
Ich weiß. Bleiben Sie am Leben. Sie werden gebraucht als Zeuge in Den Haag. Das lasse ich mir nicht entgehen. Gut, viel Glück. Mehr gab es nicht zu sagen. Wir wussten alle, was zu tun war. Das war der Anfang vom Ende. Für einen von uns. Ich hab Gänsehaut. Okay. Weil mir kalt ist. Ah, okay. Weil mir kalt ist. Vollgas. So, die Sachen stehen uns jetzt zur Verfügung. Busstrom, Sprung. Sentinel 2-1 nähert sich Panzerwagen Romeo Victor 0 mit Winkel 5. Roger, bleiben Sie bis Neubagdad im Tiefflug. Kingpin Ende. Sentinel Team, sammelt euch. Greift alles an, was kein Sentinel-Zeichen hat. Wow. Oh. Okay. Okay. Drei Feinde voraus. 12 das Spiel Uhr tief. Bietet so, einem alles. Einer weniger auf der Liste. Wow. Alles klar. Also ich komme gerade richtig nicht klar. Klassisch? Na, ich hätte die umstellen sollen. Die Y und X. Das ist sehr verwirrend. Spielerei. Nein, das ist, wenn ich jetzt nach unten gehe, geht der auch nach unten. Das ist voll unlogisch. Fuck, ey, das ist voll unlogisch. Du fliegst ja so oft, ne? Du bist ja auch Flieger in der Freizeit. Nee, aber du hast doch, das ist doch ganz normal, dass die Steuerung umgekehrt ist. Warte mal, komm mal her. Bleib in der Schlucht. Vier Vögel kommen auf 12 Uhr angeflattert. Feuer frei. Ich glaube, die musst du kaputt machen. Gut, ja. Guck mal. Man muss auch mal loben, ne, die Leute. Ich nehme die linke. Einfach mal Danke sagen. Ah. Steinschlag voraus. Auf die Trümmer aufpassen. Ja, wo muss ich denn jetzt hinfahren? Achtung, 6 Uhr, Mitchell. 6 Uhr, soll ich mich jetzt umdrehen oder was? Super, A. Nähern uns dem hydroelektrischen Damm. Boah, das ist echt ungewöhnlich. Ich drücke immer A. Jetzt fliege ich nur schneller. Yeah. Feind nähert sich auf 6 Uhr, Mitchell. Pass auf deinen Arsch auf, Mitchell. Pass auf deinen Arsch auf, Mitchell. Spiel erledigt. Habe verstanden. Rücke voraus. Ausweichmanöver. Passieren Punkt 5. 12 Uhr. 4 Feindflugzeuge auf Konfrontationskurs. Mal, die knall ich doch alle weg. Sie kommen zurück. Hoch auf 6 Uhr. Oh, auch ein kleiner Pilot bin ich, ne? 6 Uhr. Sagt er. Ey, wirklich, das ist mal ganz ohne Scheiße. Ich stell das jetzt warum? Das müsste ich doch mal spielen. Komm, her damit. Ja, okay, hier. Ja, damit will ich nichts zu tun haben. Hoch auf 6 Uhr. Keine weiteren Abwürfe. Jetzt will ich jetzt sehen, wie du mit der Steuerung klarkommst. Du willst eigentlich nach oben, aber längst nach unten. Wieso? Nein. Ich wollte tief liegen. Ich hab Top Gun geguckt. Mit den guten alten Scientologist, man. Ich glaube, ich flieg hier raus. Kommando. Ah, das hätte ich auch schaffen können. Guck mal, bossmäßig. Ja. Nur einen Bruchteil der Zeit geschafft. Ja, du warst ja auch direkt da, wo ich gestorben bin. Bullshit. Autopilot gestartet. Guck mal, wie ich jetzt fliegen kann. Erfolgreich platziert. 1200 Meter bis zum Ziel. Fahre das System herunter und wechsle auf Tarnmodus. Verstanden, 01. Ihre Staffel ist nicht mehr auf dem Radar. 2-1, Sie sind auf magnetischer Peilung 315 mit 12 Grad in 400 Metern Höhe. Entfernung 2 Seemeilen bis zum Ziel. Over. Verbinde das Hub mit dem Kampfnetzwerk. Unser Primärziel ist die Atlas-Kommandozentrale, von wo aus A1 das Kriegsgeschehen tief im Innern lenkt. Mehrere Geschütze ziehen der Stadt als Luftabwehr. Wir müssen sie loswerden, wenn wir das Kommandozentrum erreichen wollen. Distanz zum Ziel 200 Meter. Anzeigen ausschalten und auf Landung vorbereiten. Wow, wow, wow. Back that, smack that. Sag ich immer. Ja, das stimmt. Das sagt er wirklich immer. Wir kommen runter. Es wird eine harte Landung. Troop on care. Schön die Eisdiele erstmal zerstört. Ja, ein bisschen Schwund ist immer. Hirnschwund. Da
Haben wir ja die Fahrer wieder. Nee. Den Gesamtdistrikt vorzudrängen. Aber Anschlusskommen haben den gesamten Sektor abgeriegelt. Verstanden? Der Traffic ist verboten. Nee, das ist die Lona. Hallo. Da vorne ist das Zielgebäude. Davis, wir nähern uns dem Zielgebäude. Verstanden, ich schicke euch zwei weitere Trupps. Okay, meine Prophezeiung ist, 5 Minuten ist tot. In deinem Spielstil. Ah, du kennst mich doch. Ja, deswegen. Du kennst mich doch. Yeah! Wir sind in Position beim Zielgebäude. Schalten jetzt die Geschütze aus. Okay. Alles cool. Ziemlich geschossen war das halt gerade so. Auch sehr munitionssparen. Das gefällt mir. Ach, immer sparen, sparen. Wo kommt das denn alles her, ey? Ach, guck mal. Du läufst in die falsche Richtung, ne? Ich bin Spider-Man. Wir müssen die Geschütze erledigen. Hey. Guck mal, da steht was. Oho. Guck mal, ob du da immer was dran klemmen kannst. Wo kommt das her? Von da oben. Ich sehe das nicht, ich sehe das nicht. Das war ziemlich weit. Sich. Das sind deine Leute. Ich drehe hier durch. Guck mal, da, LB musst du drücken. Ne, X. Das darf doch nicht wahr sein, die ballern mich von allen Seiten. Ich raste mich aus. So, jetzt aber. Ja. Oh. Hallo. Autsch. Will it blend? It will. Und weiter geht's. Und der nächste auch direkt da rein. Ah, nicht schade. Noch ein aktives Geschütz auf der Südwestseite. Du bist drauf, geil. Machen wir Bewegung. Los, ihr müsst die Geschütze erledigen. Ich hab Kontakt. Mayday, Mayday! Da vorne hagelt Steine. Ich glaub, du solltest da besser raus. Oh. Ah, schade. Ärgerlich. Zeit nicht wieder spielen. Freust du dich? Man, das glänzt sogar im Sonnenlicht. Ja, das ist auch ein Glanzcontroller. Ja. Der ist extra dafür gemacht, damit er glänzt. Ich sehe es. Es ist im Nachbargebäude oberster. So, jetzt gucken wir erstmal nochmal. Ach, geil. Auch gut. Und. RB zur Rakete oder was? Ja, komm, Baller. Guck mal, so gefällt mir das. Man kann schon auch das Ding kaputt machen. Ja, so fein ist. Brauchst du hier gar nichts machen. Mega nice. So, ich muss hier unten hin. Ah, leider kann ich... Nee, ich glaube, da kann ich eine Granate hinsetzen. Rakete. Meine ich doch. So. Woher kommt das alles her? Zack. Huhuhuhu. Da unten ist noch was. Verstanden, Poseidon. Dein Ziel befindet sich westlich des Al-Sani. Nee, also dieser komische Booster, den man mal hatte, womit man das ab... Das Gleiten. Das Springen, ja. Das Springen, das man abfangen kann, das hat man nicht. So. Oha. Oh. Nee, Moment mal. Der ist also, so gut. Denn da sind noch zwei Kameraden. Ja, ich gehe rein. Tada! Hört mal. Die knall ich weg. Weißt du, was du noch knallen solltest? Wenn man eine schöne Pause hier reinknallen. Wow, das ist eine gute Idee. Dann lege ich mich jetzt erstmal hier unter die Palmen. Mindestens drei schwere Geschütze. Und dann im nächsten Teil machen wir die schweren Geschütze. Okay, gute Idee. Auch rein. Hört mal, Leute, dann würden wir uns über einen Kommentar freuen. Über den Daumen nach oben würden wir uns auch freuen. Besucht uns bei Twitter. Es geht ab.
Oh ja, das ist eine geile Idee. Bei Twitter, und zwar Twitter. twitter.com/lahm geht immer. Bis dahin. Macht's gut, Leute. Ciao. Tschüss.